Lieben, ich habe echt einmal zu oft über Multiple Sklerose und zu wenig auf Holz geklopft. War ich noch gestern so glücklich, dass ich schon ewig keine Symptome mehr hatte, ist es heute Morgen, dass ich genau diese Wundertüte geöffnet habe und ja, Schmerzen am Sehnerv habe. Multiple Sklerose ist ja, ich habe es erzählt, eine chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems. Es ist eine entzündliche Erkrankung. Und ja, man weiß gefühlt am Abend vorher nicht, was der nächste Tag bringt. Klar, wenn es einem schon am Abend vorher schlecht geht, ist die Gefahr, dass es einem... Geht das hier mit dem Licht? Ja, ne? Ist die Gefahr, dass es einem am nächsten Tag auch nicht besonders gut geht, leider groß. Aber manchmal ist halt auch am nächsten Tag alles wieder gut. Und genau das ist immer so, ja, die entscheidende Frage. Ist es nur ein Symptom, was aufgrund von einer Verhaltensweise von mir stärker wird, oder ist es ein Schub? Und immer nicht hier auf meinem Balkon kacken, ne? Ich habe die Vogeltränke und das Futter abgebaut, weil plötzlich sind zu den kleinen süßen Spatzen Meisen und, wie ich finde, auch niedlichen Ringeltauben Raben dazugekommen. Und die entsprechend ihrer Größe, ihr könnt euch denken, naja. Auf jeden Fall, Symptome können halt alles sein. Das kann anfangen mit einer Sehnerventzündung, Sehstörung, dass man nur noch Graustufen sieht. Es kann aber auch einfach ja, kribbeln in den Händen und den Füßen, so Missempfindung oder in den kompletten Extremitäten sein. Es kann, wie bei mir, manchmal einfach so ein Blitzeinschlag in den Körper sein, dass man kurz ja, beim Laufen beeinträchtigt ist. Bei anderen Menschen, es kann wirklich, das ist das Blöde bei MS, es kann jegliche Ausmaße annehmen. Es gibt Menschen, die Multiple Sklerose haben, die nicht mehr laufen können. Es gibt Menschen, ja, es ist einfach alles möglich, aber es gibt eben auch Menschen, bei denen es die meiste Zeit sehr, sehr gut ist, so wie bei mir. Und alles, was ich mache, ist halt morgens eine Tablette nehmen und ansonsten mehr oder weniger auf mich achten. Und genau das ist, finde ich, das Spannende. Jetzt gerade habe ich halt Schmerzen am Auge. Ich merke, ich hatte schon jetzt 3 oder 4 Mal eine Sehnerventzündung, die teilweise so schlimm war, dass ich nichts mehr gesehen habe. Da musste ich dann 5 Tage Cortison richtig hochdosiert im Tropf bekommen. Und dann ist es zum Glück alles wieder abgeklungen. Aber ja, jetzt gerade ist es so, dass es anfängt weh zu tun. Wenn ich nach oben gucke, nach unten gucke, ist alles gut. Aber wenn ich jetzt in diese Richtung gucken würde, ist es, ja, dass der Nerv. Ihr wart vielleicht alle schon mal beim Zahnarzt und der ist an einen Nerv gestoßen. Genau. Dieses Gefühl habe ich dann einmal komplett im Kopf. Und jetzt ist Fehlersuche angesagt. Bei mir, es ist eindeutig so, ist Multiple Sklerose auch vom Essen abhängig. Zumindest wie meine Symptome sind. Es gibt sogar Menschen, die sagen, man kann MS durch seine Ernährung heilen. Ich bin jetzt eher der Fan von Schulmedizin. Aber trotzdem halte ich das nicht für unmöglich. Nur weil ich nicht dran glaube, heißt es ja nicht, dass es nicht wahr ist. Und ich merke ja auch selber, wenn ich zum Beispiel Lebensmittel, die ja, Entzündung fördern, was eindeutig Zucker, schlechte Öle ja, und leider auch Gluten, zum Beispiel so Weizenbrot oder Nudeln, Pizza, alles was geil ist, dann flammen Entzündungen wieder auf. Und ich bin regelmäßig beim Doc, dann werde ich in so eine Röhre geschoben, das nennt sich MRT und dann wird Kopf- und Rückenmark gescannt. Denn bei mir sind die Entzündungsherde im Kopf und im Rückenmark. Und tja, die letzten, ich glaube, 1,5 Jahre war alles gut, war nix. Und mit diesen Missempfindungen zwischendurch, ne, kann ich echt super leben. Es ist dann so, dann weiß ich, ey Krämer, achte mal ein bisschen mehr auf die Ernährung. Ist nicht so geil, wenn du dir noch das dritte Eis an dem Tag gönnst. Ihr seht immer in meiner Story bei Insta alles, was ich esse. Und das ist nicht immer frei von entzündungsfördernden Lebensmitteln. Aber ganz ehrlich, ich bin überhaupt nicht bereit, mein Leben und den Genuss so einzuschränken, dass ich immer symptomfrei bin. Kann sich ändern, wenn die Symptome so schlimm werden, dass sie mich beeinträchtigen in meinem Leben. Klar, dann ist Essen das Einfachste, was zu regulieren ist. Und niemand krepiert dran, wenn er auf Zucker, Fett und Gluten verzichtet. Viele Menschen müssen es eh, also jammern auf höchstem Niveau. Und bei mir ist das immer so ein Abwägen zwischen, wie krass sind die Symptome und wie viel Bock habe ich,
geil zu essen. Ich liebe es halt, auf Tour in gute Restaurants zu gehen. Ne? Es gibt so 10 bis 15 Tage im Monat, die einfach ja, beruflich bedingt schon dazu einladen, schick essen zu gehen. Und das machen wir dann auch gern. Das ist unsere Lebenszeit, die wir da auf Tour verbringen. Mein bester Freund, seine Band und ich sind ja an Schulen unterwegs in ganz Deutschland, um ja, dort über Essstörungen, Mobbing und das Ganze aufzuklären und da so ein bisschen Präventionsarbeit zu leisten. Dank der Betriebskrankenkassen kostet das für die Schulen auch nichts, sondern ist ja eine Initiative, die gefördert wird. Deswegen, da sind wir halt unterwegs. Und unterwegs kann es nicht sein, dass wir immer nur Fastfood essen. Ich weiß, ist mal für viele sehr, sehr geil. Für mich ist es einfach, ich finde es eklig. Obwohl jetzt Pommes, wenn man Pommes als Fastfood zählt, das finde ich nicht eklig. Aber ich bin jetzt kein Fan von diesen Burgern. Da kann da noch so sehr Halloumi oder sonst was drin sein. Ist einfach nicht meins. Und mal gehen wir dann, weil die Jungs das so gerne mögen, mal setze ich mich durch und dann gehen wir, ja. Ihr seht's, ihr wisst, was ich gerne esse. Und ja, ich habe in den letzten Tagen mich nicht unbedingt so ernährt, wie es sowohl meine Multiple Sklerose als auch mein Lipödem verlangen würde. Und deswegen hoffe ich, dass das einfach nur jetzt ja, die Antwort ist. Die Antwort von meinem Körper, der sagt, ey, Krämer, komm, ist jetzt gut. Und ja, es tut weh und ja, es macht mir auch Sorge. Aber trotzdem muss man, wenn man Symptome bei Multiple Sklerose hat, erstmal genau checken. Ist es stressbedingt? Stress habe ich im Moment tatsächlich ein bisschen, weil es meiner besten Freundin nicht gut geht. Aber beruflich ist alles mega. Ansonsten bei mir im direkten innerhäuslichen Umfeld, meiner Mama geht es von Tag zu Tag besser in ihrer Reha-Klinik, das läuft. Also bei mir ist eigentlich alles gut. Aber natürlich, wenn es den Liebsten schlecht geht, belastet das die Seele. Und deswegen, es kann einfach sein, dass ich da aufgewühlt bin. Ist so, dann wäre das eine Erklärung, dieser psychische Stress. Dann definitiv das Essen und die Hitze. Es gibt einfach dieses Syndrom, boah, ich habe es mir nicht gemerkt, ich habe es mal nachgeguckt. Das bedeutet einfach, wenn man Multiple Sklerose hat und es warm wird, ja, zeigen sich alle Symptome deutlich verschärft. Wir haben hier extra in allen Zimmern, in denen ich mich aufhalte, Klimaanlagen einbauen lassen. Das war mir schon beim Hausbau wichtig, dass wir hier dafür sorgen, dass ich nicht zwischendurch in diese Kälteräume muss, die von Kliniken extra eingerichtet sind, damit Menschen, die MS haben oder auch andere chronische Erkrankungen, die von diesem Hitze, wie heißt der denn? Obhoff? Ich weiß nicht, wie er heißt, von diesem Syndrom betroffen sind, dass denen dann, ja, dass es denen schlecht geht, wenn es zu warm ist. Und bevor man dann irgendwie direkt mit Cortison ballert, kommt man dann erstmal in so einen Kälteraum. Und wenn die Symptome abklingen, juhu, kein Schub. Wenn die Symptome bleiben, ja, Arschkarte. Dann gibt es sehr, sehr häufig Cortison mit manchmal Special Effects, je nachdem, was der Körper dann gerade braucht. Aber ja, bei mir gehe ich jetzt erstmal so ein bisschen auf Fehlersuche, Essen. Die letzten Tage definitiv großer Fehler. Stress kann man nicht abstellen. Wenn es um die Liebsten geht, dann gibt es da kein Pardon. Und da finde ich auch jegliche Rücksichtnahme immer ganz fehl am Platz, denn nichts ist so wichtig wie die Liebsten im Leben. Und ja, deswegen werde ich jetzt mal mein Essen ein bisschen im Blick behalten und schauen, wie sich das entwickelt. Und ansonsten, ja, die Klimaanlage anmachen. Ansonsten gibt es jetzt nichts Spannendes. Ich hoffe, dass ihr symptomfrei durch den Tag kommt. Und wenn ihr gar keine Krankheit habt, umso besser. Ich freue mich mega für euch. Genau so soll es sein. Gesundheit ist das Allerwichtigste. Und ja, fühlt euch gedrückt. Habt einen schönen Tag. Und ich werde jetzt mal gucken, ob ich meine Pflanzen wieder reinhole. Denn ich wollte denen mal ein bisschen Sonne gönnen, aber nicht, dass die einen Sonnenbrand kriegen. Muss man auch aufpassen. Nicht nur uns eincremen, sondern auch die Pflanzen. So, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Tag und passt auf euch auf.